zurück bei Blood Bowl 2, bei dem Spiel, bei dem Christian Weigel mir gerade gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Mit seinen Orks gegen meine Hochelfen. Er ist in Führung gegangen, hat einen Touchdown geschafft und das nach 6 Spielrunden in der ersten Halbzeit. Ob ich jetzt binnen von 2 Spielrunden noch selber einen Touchdown erreichen kann? Unwahrscheinlich. Und zur Halbzeitpause? Da werden leider alle wieder neu aufgestellt. Insofern ist das, müsste jetzt schon ein brillanter Spielzug gelingen. Also ich als Trainer werde jetzt meine Spielanstrengung darauf konzentrieren, so viele Elfenzähne wie möglich zu sammeln und auszuschlagen. So, du formierst dich noch ein bisschen um, ziehst deine Leute noch von der Grundlinie zurück. Möchtest nicht gleich ganz so viele Ork-Fäuste im Gesicht haben? Nee, lieber nicht. Ich könnte übrigens noch zu meiner Teamaufstellung sagen, ich verzichte komplett auf Ork-Feldspieler. Ich habe nur Blitzer und Schwarzorks. Ich habe komplett das ganze Geld so ausgegeben, dass ich mir gar keine billigen Feldspieler gekauft habe. Dadurch habe ich aber, glaube ich, den Nachteil, dass ich ein wenig dünn gesät bin, was Auswechselspieler angeht. Ich habe nur 3 Goblins noch auf der Bank sitzen. Ich habe gar keine Auswechselspieler. Gar keine? Nee. Ich habe mein ganzes Geld verpulvert in irgendwelche anderen Geschichten. Oh. Und diesmal bist du dran mit dem Anstoß. Das heißt, du wirst ihn in meine Spielhälfte kicken, ich habe dann den Ball und ob ich in 2 Spielzügen darüber wetzen kann, ich halte es für unwahrscheinlich. Bei mir wird nur angezeigt, dein Gegner trifft seine Wahl, bei mir läuft aber schon die Uhr ab. Nee, anscheinend so ein Mini-Bug hier noch, den es gibt in dieser Preview-Version. Du kickst, genau. Ich war der Kick. Nee, das war kein Bug. Der Bug lag natürlich klar bei mir, ich habe gepennt. Was? Ach so. Ein wütender Fan wirft einen großen Felsen auf einen der Spieler. Merian ist verletzt. Ach du Schande. Ja, aber das war da einer von meinen. Warum denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das sein konnte. Und vor allem, wie kann man denn so einen riesigen Felsbrocken in die Mitte des Spielfelds schleudern? Unfassbar, das geht wirklich nur über Warhammer. Muss einer von meinen Ork-Fans gewesen sein oder Ogern. Du bist übrigens dran. Wo ist der Ball denn? Ach, der ist da ganz hinten. Der ist da ganz hinten drin. Ah, ich glaube, immer die Seite, die einen Touchdown erzielt hat, muss den Ball dann ins Gegnerfeld kicken. Ja, dann schnapp doch einen von deinen Fängern und nimm den Ball auf. Ich nehme meinen Fänger, stelle den in hier hin, hole mit dem Werfer den Ball. 83%, schaust du den Ball aufzuheben? Gut. Passe ihn hier hin. Mhm. Schöner Pass, 67%. Ah. Feinwurf heißt der, sehr schöner Name. Genau, da kann eigentlich gar nichts anbrennen. Mhm. Und jetzt muss ich den blocken. Jetzt baust du einen. Leute können nur 4 Felder weit. Nee, das ist ein Blitzer, der kann 6 weit rennen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schicke ich. Ah, du baust jetzt wahrscheinlich so eine Art Verteidigungswall um deinen Ballträger herum. Hätte ich auch so gemacht. Den Blitzer, den schicke ich. Im Moment passiert gar nichts. Bist du noch am Überlegen? Ja, weil ich am Denken bin. Ach so, an Denken. Ich finde übrigens sehr schön, hier am Spielfeldrand diese Kameras, die da überall stehen, diese großen Kameras, die von kleinen Goblins getragen werden. Das ist einfach voller schöner Details, dieses Spiel. Vor dem, den decke ich jetzt ab mit 3 Leuten. Mir fehlen jetzt leider ein paar Herrschaften. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann hast du noch auf dem Feld und einer von ihnen sieht Sternchen. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Das haben die Fans von ganz alleine von außen gemacht. Der kann ausweichen. Mhm. Man sieht übrigens am unteren Bildschirmrand eingeblendet bei mir manchmal oder bei euch eigentlich auch, wie der Würfelwurf ausgegangen ist. Also der letzte Ausweichwurf. Auf einer 2+ hat er funktioniert und er hat eine 3 gewürfelt, also alles gut geklappt. Mhm. Du willst dich also meinem Ork-Zugriff entziehen. Das finde ich ja, das finde ich ein starkes Stück. Dir ist natürlich klar, dass du jetzt die Mitte hier aufmachst und meine Orks brüllend in der Mitte als grüne Dampfhobel da durchbrechen werden. Als Dampfhobel? Mhm. Könnte sein. Mhm. Das ist das Einzige, was ich... So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Alles klar. Wir sind die in der Mitte geblockt und ich habe von der Mitte aus 2 Passoptionen auf beide Seiten. Mhm. Jetzt bin ich und deine Leute rennen jetzt erstmal in meine Hälfte rein und versuchen natürlich alles zu verkloppen.
Und jetzt. Jetzt ist wieder das Glück und Unglück ein bisschen gefragt. Das Glück und das Unglück, ja, das ist tatsächlich jetzt gut, was du hier mit den Passoptionen hast. Aber ich muss erstmal deine Leute ein bisschen unter Orgdruck setzen. Das geht ja sonst nicht. Also ab nach vorne. Wenn das Elfenzentrum nachgibt, dann setzen wir hinterher. Ich mache übrigens nur vorsichtige Bewegungen ohne Sprintoption dabei. Nicht, dass da was in der Hose geht. Das können wir nicht gebrauchen. Tragen die überhaupt Hosen? Ich glaube, die tragen nur so Lätzchen. Ja, meine Orks tragen nur so Felllätzchen. Das ist aber auch okay. Die manchmal, wenn sie über den Rasen hoppeln, einen Blick freigeben auf Körperstellen, die man womöglich nicht immer sehen möchte. Ist bei den Orks gar nicht schlimm. Die vermehren sich als Pilzsporen. Tatsächlich. Ja, natürlich. Nee, ist wirklich wahr. Die Warhammer Orks sind quasi Pilzwesen. Igitt. Das ist wirklich. Und so, den letzten hebe ich mir als für den Blitzer auf. Und guck mal, ob das heißt, wenn man einen Ork verspeist, ist man Vegetarier? Ja. Oh, schade, ich kann ihn nur schubsen. Ja, aber. Und nachsetzen. Und zack, ist deine schöne Elfenformation von Orks umzingelt. Okay, du bist dran. Und die Krux ist vor allem auch. So, jetzt versuch mal zu passen oder irgendwo davon zu laufen. Ich glaube, du hast keinen einzigen. Ich habe nur noch diese Runde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas klappt, die ist dermaßen denkbar gering. Kannst vielleicht nochmal einen Elfen-Energy-Drink einwerfen oder sowas, aber ich glaube. Ja, da kann überhaupt gar nichts mehr funktionieren. Wie soll ich denn mit einem Spieler bis in die Touchzone kommen? Na, du könntest nochmal versuchen, den Ball an deinen Werfer da hinten abzugeben. Ja, aber die können ja nicht bis da hinten rennen. Und nach dieser Runde ist ja vorbei. Dann wird die Halbzeitaufstellung wieder gewählt. Also ich bin zu weit hinten. Dann? Ich komme gar nicht mehr in die gegnerische. Ich kann ja nicht werfen. Mhm. Ich kann den Ball nur. Ja, dann könntest du auch eigentlich Rundenende drücken. Ja, und wenn du mich dann nicht vermöbelst, dann ja. Okay. Dann machen wir damit dann da zur Pause. Ein Gentleman's Agreement. Ich vermöbel dich nicht. Ich glaube, ich bin sowieso nicht mehr dran. Ah, insofern das halt möglich ist mit den Orks. Vielleicht bin ich ja auch ein ganz fieser. Du wärst noch einmal dran, aber. Für die Zuschauer wäre es, glaube ich, spannender, wenn wir jetzt beide auf eine Runde weiterklicken und dann mit der zweiten Halbzeit weitermachen. Es sei denn, du gibst einen Ball ab nach vorne an deinen Blitzer, der jetzt wieder aufgestanden ist. Das könntest du ja mal probieren. Ja, aber der kann nicht so weit rennen. Aber immerhin wärst du dann. Weil der lag ja auf dem Boden. Das würde Kampfgeist beweisen. Und es wäre ein schöner Pass an meinem Schwarzorg vorbei. Möchtest du, dass ich das mache? Oder soll man nicht sagen, Gentleman's Agreement, wir machen dann nach der Halbzeitpause weiter? Wir machen nach der Halbzeitpause weiter. Alles klar, Zug beenden. Mhm. Also ich wäre jetzt noch einmal dran, ich könnte jetzt noch mal, aber leider fühle ich mich an mein Ehrenwort gebunden und mache auch Ende der Runde. So, und da sprinten sie alle vom Feld. Puh, 0:1 ist kein Halbzeitstand, der so optimal ist. Falls es übrigens am Ende der Partie 1:1 stehen würde, gäbe es eine Verlängerung, gäbe es noch mal 8 Runden, die aber durch einen Sudden Death beendet wird. Das heißt, dasjenige Team, was als erstes dann einen Touchdown hat, beendet das Spiel dann. Sudden Death ist was, in diesem Spiel natürlich. Ja. Was ich persönlich nicht weiß, ist, falls was passieren würde, wenn man in dieser Verlängerung mit den 8 Runden, wenn dann keiner einen Touchdown erreicht. Mhm. Das habe ich leider, den Hinweis habe ich leider in unserem Guide, den wir bekommen haben, nicht lesen können. So. Wer hat gleich Anstoß? Das ist mir nicht mal ganz klar. Wenn du bist der Verteidiger, du hast Anstoß. Der Ball wird in meiner Hälfte landen. Ich sehe gerade, mein Team ist ganz komisch aufgestellt. Ja. Ein Blitzer und ein Schwarzorg sind auf der Ersatzbank und dafür habe ich 3 Goblins im Feld. Was soll das denn? Ich baue doch höchstens einen. Meine Goblins, Friedhelm, Herbert und Dietmar, sind alle auf dem Feld. Willi, der Goblin, ist noch auf der Ersatzbank. Merian heißt dann einer Feldspieler. Hat er was mit diesen Atlanten zu tun, mit diesen Reiseführern? Mit den Reiseführern? Mhm. Möglicherweise. Ein weitgereister Mann auf jeden Fall. Mhm. Du baust wieder eine solide Dreier-Dreier-Dreier-Linie auf mit einem Werfer im Hintergrund. Magst du nicht lieber einen Fänger nach hinten stellen mit großem Handschuh? Moment, ich merke gerade, dass ich hier.
hast echt keinerlei Ersatzspieler. Das ist aber echt wagemutig. Du hast jetzt auch nur 10 Mann. Du spielst in Unterzahl. Ja, ganz genau. Einer von dir mit leichtem Schädelbumm auf dem im verletzten Feld liegt. So ist das. Mhm. Auf geht's. Ich darf auch, glaube ich, nochmal meine Mannschaft verändern. So, Schwarzorg rein, Friedhelm, Dietmar raus. Einmal vertauschen bitte, ihr Leute. Und so, dann ja, Blitzer rein. Ich muss zugeben, der Anblick eines Schwarzorgs wirkt auf mich eine Spur bedrohlicher. Als der eines Goblins. Ich wollte nur einen genau. Goblin, um hier wirklich ein bisschen alle an die Grundlinie natürlich, um ordentlich Klopper zu verteilen. Das sind diese schwarze Orks hier. Nee, das ist ein Blitzer. Das ist ein schwarzer Ork hier. Genau. Der hat halt einen starken Punkt mehr. Mhm. Und das macht auch gleich eine Menge aus. Das macht beim Zuhauen natürlich echt eine Menge aus. Genau, ich habe eine massive Grundlinie aus dicken Panzer-Orks. Ich stelle meine Werfer ein bisschen nach vorne. Und ich tausche das nochmal aus. Ich muss leider 3 Leute in die vorderste Reihe stellen, was ich nicht gerne mache, die so direkt vor diese schwarze Orks davor stellen. Aber es gibt halt ein paar Einschränkungen bei der Aufstellung. Und das Programm sagt einem zum Beispiel, hey, 3 Mann müssen in der ersten Linie stehen und auf jedem Flügel dürfen nicht mehr als 2 Leute stehen. Also ich arbeite jetzt mit einem Werfer in der Mitte und mit 2 Goblins auf den Flanken. So, damit bin ich fertig. Und du darfst anstoßen, soweit ich das kapiere. Mache ich. Mhm. Und werde den Ball ein bisschen zur Seite schießen, weil ich verhindern möchte, also dieser... Du möchtest verhindern, dass ich ihn dann wenigstens gleich aufnehmen kann. Aber dafür habe ich ja meine Werfer- und Fänger-Goblins hinten im Hintergrund stehen. Oh, die Herren sind sich zu fein, den Ball zu treten. Sie werfen ihn ins Feld. Mhm. Edles Elfenbein bekommt einen kostenlosen Bonuszug. Allerdings nicht die Spieler, die in der feindlichen Tackle-Zone stehen, also die in der Kontaktzone stehen. Also all deine 3 Leute vorne nicht, alle anderen hingegen schon. Das ist immer schön. Hast du gesehen, wo der Ball gelandet ist? Ganz weit hinten am Rand. Mit Ach und Krach nicht außerhalb des Spielfeldes. Mhm. Sehr schief geworfen. Da muss eine Menge Seitenwind gewesen sein. Da werde ich den doch gleich mal hier ein bisschen... Eieiei. Ist der schnell. Das ist ja widerlich. Mhm. Was macht er denn schon hier in meiner Spielhälfte? Ja, da staunst du. Da staune ich. Und dabei wird er jetzt... Oh ja, das würde ich nicht tun. Nicht an meinem Blitzer vorbei. Das würde ich leider auch nicht tun. Nee. Die Blitzer halten bei mir immer so schön diese rechte Kralle hoch, aber zugeschlagen wird trotzdem mit der normalen Faust auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob die Kralle als Blitzableiter dient oder um den Ball irgendwie aus der Luft zu cachen. Ich habe gesehen, beim Skaven-Team, bei den Riesenratten, die haben auch einen Werfer. Der hat sogar so eine Ballkanone in der Hand, dass er den Ball wegschießen kann, wenn er einen Pass wirft. Also unerlaubte technische Hilfsmittel sind hier doch sehr gang und gäbe. Was soll das denn jetzt hier? Also ich bin entsetzt, was du hier mit deinen... Ich habe schon eine passende Gegenstrategie im Kopf. Da bin ich gespannt. Gemein wäre jetzt nur, wenn du nach diesem Extrazug noch gleich nochmal dran wärst. Mal gucken. Ich glaube nicht, dann bist du gleich erstmal dran. Was die da auf der linken, auf deiner rechten Seite machen. Ich gehe jetzt ganz, ganz hohes Risiko. Mhm. Bin gespannt. Indem ich nämlich alle, den Großteil der Spieler schon mal in die gegnerische Hälfte schicke, das kann mächtig, mächtig, mächtig schief gehen. Ja, vor allem deine 3 mittleren, die 11, die 10 und die 8, die werden jetzt gleich mal zu Hackfleisch verarbeitet. Was anderes kann ich mit meinen Schwarzorks ja sowieso nicht machen. Aber ich muss irgendwie versuchen, genügend Spieler an den Ball zu bekommen. Das wird jetzt schwierig. Der Einzige, der das könnte, wäre Friedhelm der... Nee, nicht Friedhelm. Wie heißt der? Doch, Friedhelm ist es wieder. Friedhelm der Goblin. Und dazu muss ich erst einen von deinen Spielern überhaupt erstmal aus dem Weg keulen. Genau. Mhm. Ich bin gespannt. Nein, jetzt stellst du noch einen 2. Und du willst den umblitzen. Ich will den umblitzen. Mal gucken, ob das klappt. Das könnte sogar gut klappen. Es sei denn, Friedhelm kann ausweichen irgendwie. Friedhelm hat eine geringere Stärke. Friedhelm hat sehr viele Ausweichmöglichkeiten. Friedhelm ist ein Stuntman und kann auch ausweichen. Den schicke ich möglichst weit weg. Vom Ball. Und stelle mich noch neben ihn.
könnte ja noch ein bisschen rennen, aber das mache ich mal nicht. Das missfällt mir natürlich ein bisschen sehr. Der hier hat wie viele Bewegungspunkte? 6, das ist ein Blitzer. 1, 2, 3, 4, der wird also gleich, aber nicht in die Nähe des Balles kommen. 1, 2, 3, 4, 5, nee, das wird er nicht. In die Nähe des Balles kommt keiner außer dem Goblin. Mhm. Und der Goblin ist jetzt effektiv ausgeschaltet, weil zwei Leute vor ihm stehen. Mhm. So ein Mist. Oh, der Ball ist noch ein Feld weiter gelandet, gerade hast du gesehen. Ist der weitergekullert? Das ist ja ein Ding. Ja. Machen wir das hier. So, bitte, lieber. Jetzt hier bitte nicht auf die Schnüsse fallen. Anderer Goblin. Oh, das hat geklappt. So, einmal schon blockiert. Dann als nächstes gibt es hier erstmal Keule. Na, wir fangen hier außen an. Jetzt kommt erst das Massaker in der Mitte. Das Massaker in der Mitte, genau. Da können wir eigentlich direkt schon mal die Verbandskästen auspacken. Und nachfolgen. Batsch. Gut, das Massaker in der Mitte, das war abzusehen. Da kannst du auch, glaube ich, gar nicht viel mitmachen. Nein, ich hätte ihn umboxen können, aber ich habe nur den Schädel bekommen. Nachfolgen. Patsch. Ich kenne leider die Symbole auf den Würfeln immer nicht auswendig. Ich muss immer erst nochmal drauf gucken. Was dann doof ist, wenn man mal ein Ergebnis hat, wo man so rote Würfel hat. Mhm. Dann kann man also Tooltip nämlich nicht anzeigen. Explosion ist immer gut, diese gelbe. Blaue Pfeil heißt verschubsen. Schädel heißt leider Misserfolg. So. Vorne hast du gewütet? Vorne habe ich gewütet. Ich stelle jetzt hier mal ein bisschen deine Leute zu. Meine Blitze sind ja Gott sei Dank ein bisschen schneller. Mhm. Die haben 6 Bewegungspunkte, sonst haben deine Leute nur 4. Mhm. Die stelle ich auch mal ein bisschen zu. Dann mache ich mal genau. Einen Schwarzorg mit drei anderen anlegen, aber das packt er bestimmt. 83%, das machen wir nicht. Das schafft er schon. Das schafft er nicht. Wir heben jetzt erstmal den Ball auf. Das schafft er. 83% und dann 67%. Komm schon, Fänger. Er muss sprinten, dabei kann er sich schon auf die Schnauze legen. Und Sure Hands, er durfte nochmal würfeln, hat den. Der Ball ist aus dem Spielfeld gefasst. Was war das denn? Ach Leute, nein! Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie kann man den Ball so verfehlen und dann übers Halbe? Die ganze Spielsituation ist komplett auf den Kopf gestellt. Wie konnte das denn passieren? Ich bin total entgeistert. Also da stecken ja Sachen. Ich bin gerade sehr froh, dass ich deine Hauptkampflinie vorne zertrümmert habe. Aber alles ist neu. Alles ist neu. Komm schon, jetzt tu was. Ja, du könntest jetzt in irgendeiner wahnsinnigen Kamikaze-Aktion natürlich ran an den Ball irgendwie, aber dann stehst du direkt vor 3 schnaubenden Orks. Ob das so gut ist? Ja, was soll ich sonst machen? Mhm. Ja, was sollst du sonst machen? Du kannst nicht nur. Kann ich dir eigentlich noch passen, wenn ich den Ball hole? Ich glaube nicht, ne? Da ich als Ork sowieso so gut wie nie passe, kann ich dir diese Frage überhaupt nicht beantworten. Balle aufheben, Wahrscheinlichkeit nur 33%. Ja, weil so viele Orks in der Nähe stehen, die da eventuell ihre dicken grünen Wurstfinger dazwischen halten. Oh, das ist auch nicht gut. Erstmal aufstehen. Mhm. Also wenn ich mir den Ball jetzt hole, dann bin ich sofort umzingelt von zig Leuten und werde hier eingekeilt. Wenn ich ihn nicht hole, kannst du in Ruhe hier ein Nest bauen, eine Burg bauen. Das heißt, egal wie rum ich es mache, ist es blöde. Das heißt, das war eigentlich gar nicht so doof, was mir hier gerade passiert ist. Aber ich mach's trotzdem mal. Mhm. Wow. Und zwar hier mit dem von... Nee, nur geschubst. Ja, ist, glaube ich, schwierig, einen Schwarzorg umzulegen. Der lässt sich höchstens mal wegschubsern. Immerhin. Mhm. So, und mit dem Blitzer. Vielleicht klappt das ja mit dem. Weil der jetzt frei steht. Dass ich, wenn ich mit dem Blitzer den Ball aufheben, 33% auch nur. Ja, aber vielleicht. Der Fänger, der sollte das eher machen, schaffen können, wahrscheinlich. Aber vielleicht passiert dann ja was Lustiges, dass der Ball dann nochmal wieder irgendwo anders hingetrümmert wird und fällt. Möglicherweise. Mhm.
Schädel heißt kompletter Misserfolg. Oh nein. Schädel und Explosion heißt, beide werden umgehauen. Ah nee, guck mal, du hattest, weil deiner ein Blitzer ist. Genau, der hat die Wahrscheinlichkeit blocken. Und blocken heißt, er fällt nicht um, wenn es die Schädel- und Explosionsergebnisvariante des Würfels ist. Hast du ein Glück? Mhm. Mein armer Herbert, du hast Herbert umgenietet. Guck mal, der ist so klein, der guckt kaum aus dem hohen Gras raus, wenn er da liegt. Also hier mit Vladikov, dem Werfer, muss ich nochmal ein ernsthaftes Wort reden. Jetzt versuche ich mal, ob ich mit dem... Ja, ich frage mich gerade mit dem... Ja, das ist schon das Cleverste, was du machen kannst, mich hier ein bisschen zustellen. Und zu verhindern, dass ich den Ball aufhebe. %, das ist mau. Das ist extrem mau. Dann positionier doch lieber erst noch andere Leute, bevor du das machst. Danke für die guten Ratschläge. Das macht mich jetzt misstrauisch. Nein, das ist einfach zu unwahrscheinlich, dass es klappt. Schon wieder hast du versucht, meinen Goblin umzuhauen. Ja, er weicht dabei aus und kann stehen bleiben. Er bleibt auf den Füßen, finde ich gut. Mhm. Diese Goblins sind gar nicht so schlecht. Die halten zwar nichts aus, aber oft kann man sie gar nicht umhauen. Ob du wirklich an den Blitzer da vorbei willst? Ich weiß nicht. Das sieht schon mal eher gut aus. Da musst du nur zweimal einen Sprint-Check ablegen. Und da gar nicht. Und da kann er auch, da hilft aber auch niemandem. Jetzt rennen mir die Sekunden weg. Jetzt versuche ich noch ganz schnell. Also versuch es doch. Hier. Gucken, was da jetzt passiert. Er hebt ihn auf. Und er hat ihn. Zu ist beenden. Kann ihn noch passen? Mhm. Und ich habe ihn gefangen. Hast du das gesehen? Nein. Ich habe den Ball gefangen. Es ist ja unglaublich. Aus der Luft gegrapscht durch meinen Blitzer. Exzellent. So, ich könnte jetzt versuchen, den Ball einfach weiterzugeben an meinen kurzer Pass. 17%. Ach du liebe Zeit. Nee, da laufen wir lieber los. Ja, weil das so schlechte Passer sind, deine Orks. Ja, die können mit so einem schweinsledernen Ball einfach nicht so gut umgehen. Denk mal in Ruhe drüber nach. Ich mache mal Ende der Folge. Wir sehen uns weiter in der nächsten. Bis dann, in Kürze geht's weiter mit Blood Bowl 2.